Hey ihr Kaltverrückten, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit und von Marian Hund. Also, das bin ich. Thema heute sind die Leinen. Ein wirklich viel unterschätztes Thema. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, was da alles dazugehört. Denn damit dein Schirm richtig fliegt, muss hiermit alles stimmen. Ich habe hier Dyneema-Leinen auf einer Klickbar, ganz normal von Duotone, 22 Meter lang. Was man zu den Leinen wissen muss, manchmal hast du ja irgendwie, dass da unterschiedliche Längen auftauchen auf einmal, weil sich verschiedene Leinen gelenkt haben, wie man im ganz normalen Kiter-Fachjargon sagt, ist aber nicht der Fall. Leinen längen sich nicht, Leinen kürzen sich oder verkürzen sich. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Leinen überhaupt gar nicht an ihre Leistungsgrenze kommen. So eine Leine hat eine Bruchlast von 350 Kilo, die wird in der Praxis nie erreicht. Das heißt, die sind komplett überdimensioniert, diese Leinen, und aufgrund dessen ziehen die sich wieder zusammen. Also Leinen strecken sich niemals. Das ist schon mal Irrglaube Nummer 1. Das heißt, wenn wir Leinen haben, die sich, oder wenn das Verhältnis der Leinen am Ende nicht mehr stimmt, dann müssen wir gucken, dass die Leinen, die zu kurz sind, die müssen wir wieder etwas strecken, weil die sich eben zusammengezogen haben. Wie wir das machen, schauen wir uns jetzt an. Ich lege mir jetzt die Leinen erstmal ganz entspannt hierher. Sortiere mir die einmal durch, dass die Bar quasi ready da liegt, und dann zeige ich euch gleich Schritt 2. Damit ihr die Bar ideal kontrollieren könnt, braucht ihr ein Helferlein. Ich habe hier meine Leni dabei. Ganz wichtig ist, dass die Bar komplett angepowert ist, das heißt, dass der Adjuster komplett offen ist. Und dann nimmt man die Bar mit zwei Fingern und powert dabei komplett an. Okay, ich gehe einmal auf die andere Seite der Leinen, nehme erstmal alle Leinen und gucke mir das Verhältnis der Leinen an. Idealerweise sollten die Leinen zueinander, also die Backlines, sollten 2,5 bis 3 cm kürzer sein als die Frontlines, beziehungsweise die Frontlines und die fünfte Leine. Ich habe mir jetzt gerade erstmal die Backlines angeschaut, die sind ziemlich genau gleich lang, also die passen absolut. Jetzt habe ich mir noch die Frontlines angeschaut, und bei den Frontlines ist tatsächlich eine Frontline ungefähr 2,5 cm kürzer als die andere. Das heißt, hier stimmt ganz gewaltig was nicht. Der Schirm ist gestern auch so ein bisschen komisch geflogen, daher kam auch die Vermutung. Wir werden jetzt die kürzere Leine einfach mal ein bisschen recken. Das heißt, ich halte hier fest, Leni zieht, und dann müssen wir quasi wieder vergleichen. Man muss diesen Vergleich allerdings immer nochmal machen, wenn die Leine nass geworden ist. Wenn die Leine unter Belastung war, das heißt, da muss man immer laufend so ein bisschen kontrollieren, ob sich da nicht wieder eine Disbalance eingestellt hat. Genau. Cool, wir machen das jetzt mal. Abigalobi. Perfekt. Also die beiden Frontlines sind jetzt wieder gleich lang, die Backlines passen auch, das Verhältnis von Frontlines zu Backlines passt auch, also die Backlines sind in etwa ein paar Zentimeter, also 2,5 bis 3 cm kürzer als die Frontlines, das ist ideal. Die fünfte Leine ist ungefähr gleich lang wie die Frontlines, das heißt, alles in Butter, Material passt. Ich werde es auf jeden Fall, nachdem die Leinen jetzt nochmal nass geworden sind bei der Session, werde ich das auf jeden Fall nochmal checken und gucken, dass die Länge wirklich so beibleibt, und dann müsste der Schirm eigentlich wieder hundertprozentig fliegen. Alles klar, bis zum nächsten Mal.